Der belgische Umweltmesstechnik-Experte Flowtronic hat vor 10 Jahren für einen Kunden in Belgien mehr als 80 Messstellen an für die Füllstands- und Durchflussmessung wichtigen Punkten installiert. Für die Übertragung der gesammelten Daten wurde nach einer effizienten und ressourcenschonenden Lösung gesucht. Das Microtronics Redaktionsteam hat mit dem technischen Leiter Rainer Hektas gesprochen. Zu Beginn sollten diese Daten per Telefonlinie übertragen werden. Das hat sich schon bei der ersten Messstelle schwierig ergeben, weil wir haben keine Telefonlinie dahin bekommen. Dann haben wir das Projekt mit GSM-Modems betreut. Nach 15 Messstellen ist es für den Kunden doch sehr teuer geworden, diese Übertragung. Und vor 2-3 Jahren haben wir unsere 80 Messstellen durch Produkte von der Firma Microtronics ersetzt. Jetzt gehen wir uns die Messstellen mal anschauen und es sieht nach Regen aus, dann könnte es sehr interessant werden. Die Daten werden jetzt hier mit einem Datenlogger von der Firma Microtronics über GPRS zum Internet übertragen und ich kann mich dann, egal wo ich mich befinde, auf diese Messstellen einloggen und die Daten halt anschauen. Wenn die Daten nicht in Ordnung sind, dann hat der Kunde ein Programm, womit er diese Daten überarbeiten kann oder er benachrichtigt uns. Die Alarmierungsfunktion, die ist sehr wichtig hier an dieser Messstelle. Der Kunde wird alarmiert über E-Mails, dass es einen Überschlag gegeben hat und somit weiß er, dass er am darauffolgenden Tag zur Messstelle gehen muss, um die Proben einzusammeln. Für mich der größte Vorteil ist natürlich die Zeitersparnis. Man erspart sich natürlich den Weg zur Messstelle, um dann die Daten mit einem Laptop vor Ort auszulesen. Und man hat natürlich eine Überwachung. Ja, für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass M2M hier in unserem neuesten Produkt eingebaut würde. Das ist der RavenEye, ein Radarmessgerät der neuesten Generation. Berührungslose Geschwindigkeitsmessung und ich könnte mir vorstellen, dass M2M hier eingebaut würde, sodass eine zusätzliche Elektronik nicht mehr vonnöten wäre, um die Daten online zu bringen.